sagen wir mal 8.45 Uhr geht es weiter bis 10.15 Uhr, wieder 90 Minuten Pause bis 10.30 Uhr und der letzte Block 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Und dann hast du innerhalb von 5 Stunden 3 Lerneinheiten, so mache ich das meistens. Um 12 Uhr ist mein Tag im Grunde genommen zu 80% schon gelaufen. Vom Allgemeinen zum Speziellen. Das heißt, jedes Mal, wenn du anfängst zu lernen, wie viele von euch lesen Bücher? Wer ist eher so Hörbuchtyp? Super. Cool. Wer sagt Videokurse? Wer hat schon Maxim Mankiewicz Videokurse gesehen? Freunde, geiler Scheiß. Wirklich. Also ich sag's nicht, weil es unsere sind, sondern wenn du mir einen anderen Kurs zeigst, in der gleichen Zeit, mit mehr Content-Dichte, dann unbedingt kaufe ich den, verspreche ich dir. Unser Credo, oder mein Nutzenversprechen ist, in der gleichen Zeit, gleicher Lebensbereich, ist jetzt echt anmaßend, aber sage ich, lernst du nirgendwo in so kurzer Zeit, so viel in kurzer Zeit wie bei uns. Obwohl ich kein Gesundheitsfuzzi bin oder Beziehungsexperte. Aber ich liebe es, Dinge kurz runterzubrechen auf den Punkt. Ich habe wahrscheinlich mittlerweile über 700 Seminare weltweit besucht und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kannst du es noch leichter für die Menschen verständlicher machen und dass du in kurzer Zeit viel lernst. Heißt konkret vom Allgemeinen zum Speziellen. Immer wenn du anfängst, ein Buch zu lesen, hat einer eins dabei? Halt mal dein Buch kurz in die Luft. Es sei denn, das sind Kamasutra-Techniken, dann wird es noch spannender. Dann haben wir gleich einen Stempel. Okay, was ist da? Halt mal schön hoch. Sehr, sehr gut. Darf ich es kurz haben? Perfekt. Ich mag Geheimnisse. Kenne ich dann dein Geheimnis, wenn ich es gelesen habe? Nee. Irgendwelche persönliche Dinge? Keine Liebesbriefe, nichts. Okay. The Secret, ladies and gentlemen. Wer hat es gelesen? Wer hat es erfunden? Rhonda Byrne. Okay. Womit ich konkret beginnen würde, immer bevor du ein Buch liest. Stell dir vor, du stehst an der Bahnhofshalle und du weißt, dein Zug kommt in 7 Minuten. Jetzt gehst du hin, sagst die Zeit, ihr könnt ja am Bahnsteig ablaufen oder Buchhandlung. Mein Weg, ich bin in der Buchhandlung meistens. Das heißt, jetzt weißt du nicht, soll ich das Buch kaufen oder nicht. Du weißt, 2 Minuten zum Laufen, also du hast 4 bis 5 Minuten, könntest du das Buch reinschauen. Genau das ist das Prinzip, vom Allgemeinen zum Speziellen. A, lohnt sich das zu kaufen und B, es ist wichtig, wisst ihr noch diese Schubladen, von denen ich heute geredet habe in der Apotheke, dass dein Gehirn sofort dieses Wissen, noch bevor du ins Detail gehst, bevor du speziell wirst, sofort anfängt, Schubladen im Hinterkopf aufzumachen, wo dieses Wissen dann reinkommt. Das heißt konkret, allgemein Überblick innerhalb der kürzesten Zeit, in diesen 4 bis 5 Minuten, wäre eins der möglichen Dinge, das Inhaltsverzeichnis einmal komplett vollständig sich anzuschauen. Wie lange dauert das für so ein Inhaltsverzeichnis wie hier? 30 Sekunden, bei mir in der Regel 8 Sekunden. Ach, dafür wahrscheinlich 4. Ja, hier siehst du, das Wichtigste sind immer Schlüsselwörter. Sag mal Schlüsselwort. Sehr gut, schreib's mal auch. Das ist auch, der Tipp ist nicht dabei gewesen, aber packen wir mit rein. SW, Schlüsselwörter. Das heißt, jedes Mal die ganzen Schlüsselwörter suchen. Ist sowas wie ist oder haben oder können, sind das Schlüsselwörter? Nein, austauschbar, sind Verben. Schlüsselwörter hier sind zum Beispiel Geld, Beziehung, Gesundheit, Leben. Hier steht auch oben offenbart, ganz einfach, praktisch. Ist kein Schlüsselwort, gibt ja nicht viel. Was könnten wir noch tun, um einen allgemeinen Überblick zu bekommen, bevor du mit dem Lernen beginnst? In Bezug auf so ein Buch wie dieses hier zum Beispiel. Außer Inhaltsverzeichnis. Gibt es andere Möglichkeiten? Sehr, sehr gut. Hier in dem Fall nicht vorhanden. In der Regel, jedes Buch heutzutage hat hinten einen Text zusammengefasst. Was noch? Sind schon 2. Schön aufschreiben. Überschriften. Innerhalb der Kapitel beispielsweise? Super gut. Kleine Rezension hinten, wie meinst du das? Ah, okay. Sehr, sehr gut, ja. Sehr cool. Danke, Guido. Noch was? Der Autor zum Beispiel. Sehr, sehr cool. Auto zum Beispiel. Freunde,
Das ist ein unfassbar guter Punkt. Sagst du mir den Vornamen? Anna, mega Punkt. Das wäre fast für mich jetzt nächster Tipp. Den habe ich auch nicht vorgeplant. Wem ist schon mal aufgefallen, dass da draußen Trainer oder Experten gibt, egal welches Buch, welches Thema sie schreiben, die liefern unfassbar viel ab. Schon mal jemand entdeckt? Meine Erfahrung zeigt, such dir einen Menschen, von dem du schon ein, zwei Bücher gelesen hast, wo du denkst so, boah ey, Wahnsinn. Die kommen so auf den Punkt und liefern in einem Buch gefühlt 10 Bücher. Weil ich habe jetzt auch im Verlagswesen letztes Jahr ein Angebot gehabt, Buch zu schreiben. Und dann haben sie mein Exposé gelesen. Verlag, großer Verlag, wahrscheinlich Top 3 in Deutschland. Antwort, Herr Mankiewicz, Sie dürfen nicht so viel reinpacken. Da haben die gesagt, damit können Sie irgendwie 6 Bücher schreiben, im Exposé. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust, 6 Bücher zu schreiben, ich will mich vollständig verschenken. Dann haben sie gesagt, nein, Sie wissen nicht, wie man Bücher schreibt. 10% Content, 90% bla bla. Da habe ich gesagt, dann komme ich nicht zu Ihnen. Verstehst? Heißt konkret, vom Allgemeinen zum Speziellen, Gesamtüberblick, also ich erzähle es mal kurz. Also Stichwort Name, um das Ganze zu beenden. Es gibt da draußen einige Autoren, wo ich der Meinung bin, wenn du von denen Dinge liest, liest du in kurzer Zeit sehr, sehr viel. Ein paar Tipps, okay. Bas Kast. Janine lächelt. Der Mann macht Beziehung, der Mann macht Gesundheit. Ist ein Holländer, glaube ich. Dieser Gentleman, ich liebe ihn über alles. Tom Rath. Kennt kaum einer. Viele kennen Tim Ferriss. Viele kennen Vera. Vera Felicitas, Vera FB. Wenn du das irgendwo eingibst, dann findest du sie. Brian Tracy, ganz klar. Der Mann ist eine Content-Maschine. Tony Robbins würde ich nicht sagen. Viele Lebensbereiche. Der hat zwar auch das Buch zum Thema Geld geschrieben. Ich fand, das vom Content her geht. Also kenne ich bessere. Wirklich. Aber Persönlichkeitsentwicklung, klar. Nur, ich meine aber unterschiedliche Lebensbereiche, dass ein Mensch verzahnt. Gibt es nicht so viele. Da sind ein paar Namen, wo du, wenn die liest, einen ganz wichtigen habe ich noch vergessen. MM. Gibt es noch Videokurse bis jetzt? Maxi Mankiewicz? Okay. Vom Allgemeinen zum Speziellen, damit dein Gehirn das Wissen später einsortieren kann, ganz, ganz wichtig, vorher allgemein Übersicht gewinnen, dann am liebsten 5 Minuten Pause machen. In diesen 5 Minuten passiert Folgendes. Wumms. Fängt das Gehirn an einzusortieren. Das heißt, du hast jetzt gerade hier gelernt, dann ist hier eine kleine Pause dazwischen, dann fängt das Gehirn an, wieder zu lernen. Neue Lerneinheit, wieder eine kleine Pause dazwischen, P. Der große Vorteil ist, die Forscher sprechen von Primacy und Recency-Effekt. Primacy, all das, was du als erstes aufnimmst und das, was du als letztes aufnimmst, das lernst du besser. Praktisches Beispiel, wir waren schon mal auf einer Party. Ja? Woran erinnerst du dich, wenn du viel getrunken hast? An die Kotztüte zum Schluss und an demjenigen, den du bei der WG-Party, dem Menschen die Hand geschüttelt hat, der die Party veranstaltet hat. Dazwischen weg. Verstehst? Heißt, hier zwischen ist schwierig, das, was da außen ist, das speichern wir tendenziell immer besser. Das heißt, der Trick ist, Pausen zu machen. Wie lange solltest du am Stück lernen, damit das auch möglichst leicht reingeht? Meine Empfehlung ist, 25 bis maximal 45 Minuten. Jetzt denken sich einige, ey, da habe ich mich ja gerade hingesetzt. Die Wahrheit ist ja. Und jetzt wird es sogar noch spannender. Sag mal sexy. Sexy. Sehr gut. Jetzt wird es total sexy. Weil der Trick ist nicht, oh, ich hocke mich jetzt dahin und fange an zu lernen. Ist total scheiße fürs Unterbewusstsein. Wenn du das Ganze spielerisch machst, und spielerisch könnte es so aussehen, dass du zu Beginn, also ich habe Sanduhren zu Hause, 4 Stück, aber du könntest mit deinem Timer arbeiten und dein Handy, wenn du sagst, ich lerne jetzt genau 40 Sekunden. Hört sich echt komisch an, ne? Aber du machst jetzt Handy-Timer 40 Sekunden rückwärts.
Und nach 40 Sekunden vibriert das und jetzt hast du einen kurzen Moment von, boah, schon wieder Pause. Verstehst? Und das heißt, du hast sofort, nächster Tipp, so eine positive Kopplung und hast das Gefühl von, boah, ist ja gar nicht so anstrengend. Jetzt bist du mal ganz verrückt und da sagst du, weil du dir ganz schwer reinkommst, dann sagst du, ich stelle jetzt den Timer auf 2 Minuten 25 Sekunden und sagst, ich versuche jetzt innerhalb von 2 Minuten 25 Sekunden so viel zu lesen, wie es nur geht aus dem Buch. Plötzlich vibriert wieder Handy, wieder Pause. Fürs Gehirn magisch. Nicht, was die meisten tun. Jetzt in 2 Stunden mache ich Pause. Ist total unsexy fürs Gehirn. Die Klappe geht zu, du quälst dich wie in der Schule. Wir sitzen da und bestrafen uns mit Lernen. Total kacke. Ich habe meistens, machen wir den nächsten Punkt, wie lange sollten die Pausen sein? Ich habe immer diese 3 Blöcke. 25-5-Regel nenne ich das. 25-5. Und dann 25-5. Das sind insgesamt 90 Minuten. Das ist ein Lernblock. Innerhalb dieses Lernblocks habe ich dann 2 kleine Pausen drin. Und dann kommt der nächste Block. Das heißt 90 Minuten. Hier dazwischen sind schon mal 15 bis 30 Minuten Pause. Da kommt der nächste Block, wo das gleiche ist. Dann wieder. Zack. Zack. Das heißt konkret, was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du so ein Frühaufsteher bist, sagen wir mal als Beispiel, du stehst um 6 Uhr morgens auf, deine Morgenroutine hast du durchgezogen. Wer hat eine Morgenroutine? Ja, ist in Mastercoaching unfassbar viel drin, Freunde. Morgenroutine alleine, Wahnsinn. Für Seele, was du tun kannst, für deinen Körper und für deinen Geist, erzähle ich alles dort. Heißt konkret, wenn du jetzt, sagen wir mal, um 6 aufstehen würdest, dann hast du bis 7 Uhr alles getan. Dann fängst du an, 7 Uhr, 90 Minuten sind, 8.30 Uhr, kleine Pause. Sagen wir mal, 8.45 Uhr geht es weiter bis 10.15 Uhr, wieder 90 Minuten Pause bis 10.30 Uhr und der letzte Block 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Und dann hast du innerhalb von 5 Stunden 3 Lerneinheiten, so mache ich das meistens. Um 12 Uhr ist mein Tag im Grunde genommen zu 80% schon gelaufen. Danach mache ich nur noch das ganze Zeug, was erledigt werden muss. Rechnungen, Steuerberater, blablabla. Das heißt, im Grunde genommen, innerhalb der kürzesten Zeit produktiv gelernt, viel rausgeholt, abgehakt, fertig.